Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Xarok und zwar Scrap Mechanic! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xarok. Wir sind euer Xarok und Xarok. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas habe ich anders da gemacht. Ich glaube, ganz am Anfang hatte ich irgendwas verändert und plötzlich war ich ganz komisch. Also plötzlich war alles seltsam. Naja, egal. Wir sind alle nur Menschen und manchmal verändern sich Dinge oder manchmal macht man irgendwas anders da und plötzlich ist irgendwie alles ganz anders. Und es ist Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, wir machen heute eine Fan-Creations-Folge. Das allerletzte Mal auf unserem Test-Center-Gelände. Was? Ja, ich habe es ja schon manchmal angekündigt, denn wir werden dieses Test-Center verlassen, denn ja, ein paar Sachen funktionieren nicht mehr so gut. Und ja, ich wollte zum Abschied zu dem Test-Center nochmal eine Folge hier drehen. Und euch dann verkünden sozusagen, dass es ein neues Testcenter geben wird. Ist es nicht dann schon sogar 3.0 oder sogar 4.0? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ein neues Testcenter. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst unten in den Kommentaren reinschreiben, was wir alles für Testzonen brauchen. Also wir haben ja aktuell den Falltest. Den würde ich vielleicht nicht so übertrieben machen, sondern ein bisschen weniger vielleicht. Dann haben wir die Presse. Wenn wir auch machen, diesmal mit Pistons. Die gab es ja jetzt vor kurzem, da ist ja noch alles so mit Thrustern und Bearings. Das wird sehr, sehr schön leckschonend werden. Dann haben wir die Waage, die würde ich eigentlich gerne auch wieder verwenden. Leider haben sie ja die Stoßdämpfer angepasst und seitdem funktioniert die Waage nicht mehr. Deswegen müssen wir da uns mal was einfallen lassen. Dann haben wir hier den Aufprall-Test. Den werden wir auch mitnehmen. Buckelpiste und Wendekreistest. Wir können ja mal einfach mal schreiben. Also die Sachen werden wir alle wieder mitnehmen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch andere Ideen habt, was wir machen können, lasst es mich wissen. Und dann setzt man das um. Wir benutzen dann nächstes Mal auch wieder eine Flat, denke ich. Da haben wir einfach mehr Platz und mehr Möglichkeiten. Und da werden wir ein schönes großes Testcenter, Geländecenter bauen. Ihr könnt auch einschicken. Also ihr könnt auch bauen und mir das einschicken. Wichtig ist natürlich, dass es lagfrei ist und dass es für, ja, sag ich mal, alle Größen möglich ist. Also es muss auch für LKWs sein oder auch für sehr kleine Fahrzeuge gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Waage jetzt als blödes Beispiel so voll klein wäre, würden nur kleine Autos gehen, aber keine großen Autos jetzt als Beispiel. Also es muss alles irgendwie so ein bisschen passen, damit man auch große und kleine. Natürlich, wenn jetzt ein riesen Jumbo-Jet daherkommt, dann ist es natürlich wieder hirnrissig, aber so, dass alles irgendwie so ein bisschen funktioniert und geht. Könnt ihr ja einschicken. Aber es ist keine Garantie, möchte ich anmerken. Es ist keine hundertprozentige Garantie, dass ich es übernehme. Aber wenn es gut ist und lagfrei funktioniert und wirklich auch für alle Größen geeignet ist, dann werde ich das sehr gerne übernehmen. So, und wenn es natürlich auch ins Konzept passt. So, ja, was haben wir eigentlich heute? Heute haben wir einen Deutz Feuerwehr Truck von Black Wolf. Dann haben wir ein VW Whitebody von, VW Golf Whitebody von Skymaster. Dann haben wir von Partybus einen Mini Cooper und einen großen LKW, ja, einen amerikanischen Truck von Laser Space. Ja, da bin ich ja mal mega gespannt. Und, wir fangen mal an. Fangen wir heute mit der goldenen Mitte an. Mit dem kleinsten. Wir machen das heute nach der Größe. Also sprich, wir fangen mit dem kleinsten Fahrzeug an. Dann zu dem und dann das größte Fahrzeug. So. Schauen wir mal. Tür. Fahren wir ein bisschen so weg. Ja, okay, Tür, ja, das ist cool mit der Stange da so. Schalter 2 ist nicht verbunden. Soll wahrscheinlich die rechte Tür sein. Oh, eine kleine Hupe. Radio. Blinker links und rechts. Und das war es auch schon. In Anführungszeichen. Aber es ist schön. Also wirklich, wirklich kleiner geht's kaum. Und ich finde so kleine Fahrzeuge immer noch so geil. Also große Fahrzeuge haben auch was. Aber kleine Fahrzeuge sind halt so cool, weil man auf kleinsten Raum schauen muss, wie man so ein Fahrzeug hinkriegt. Irgendwie. Und deswegen mag ich das so sehr. Erstens ist es meistens lagfrei. Zweitens funktionieren sie ziemlich gut. Sind sehr gut durchdacht. Und meistens
ist auf so kleinen Raum so viel mehr Kreativität und Abwechslung zu sehen, als wie bei großen Fahrzeugen. Also, wenn ihr bisher immer nur so große Fahrzeuge gebaut habt und sagt, irgendwie sind die immer so komisch aus, so leer und ich weiß nicht, dann probiert's mal mit einem kleinen Fahrzeug. Ohne Mist, probiert das mal aus. Vielleicht entdeckt ihr da eine neue Art zu bauen an euch. Macht das mal. Also in allem, auch Häuser und so. Minimalistik ist meistens gar nicht so schlecht. So, fahren wir mal gegen die Wand. Bam! Oh, einmal doch die Windschutzscheibe. Ah, ich werde dieses Testcenter vermissen. So viele geile Stunden hier erlebt. Ich sag nur Wiggle, Wiggle, Wiggle. Oh, das war so cool. Wer kann sich daran erinnern? Wiggle, Wiggle, Wiggle. Ah, toll. Oder das Auto, was wir gepresst haben und dann verschwand. Ach, ist das geil. Obwohl, nee, ich glaube, das war auf Testcenter 2. Ich glaube, das war im Testcenter 2. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. 1. So, Presstest. Oh ja, da gib ihn, gib ihn. Aber er ist stabil. So, entlocken. Ja, würde ich sagen, kein Problem, alles ist da geblieben, wo es hingehört. So, jetzt nehmen wir das Ding noch mit und machen einen schönen Füllfall. Aufwärts! Den Lift muss ich diesmal dann auch anders da machen. Unbedingt. Unbedingt. Weil das kann ich so nicht mehr lassen, dass jedes Mal der Lift oben ist und ich dann wieder hochkrabbeln muss. Das soll schön automatisiert wieder sein, wie damals. Naja, hier auch wegen den Stoßdämpfern. Seitdem sie die Stoßdämpfer angepasst haben, funktioniert absolut nichts mehr. So. Bist du heute allein? Wir sind gleich oben. Ja, das dauert ein paar Stündchen, bis man oben ist. So. Und abwärts. So. Unsere Falltür wird geschlossen. Bitte schnallen Sie sich an für den Freefall. Ich meine, diese ganzen Tests sind eigentlich hirnrissig, ne? Die haben eigentlich keinerlei Bedeutung. Deswegen heißt das nicht, dass ein Fahrzeug gut oder schlecht ist. Aber sie machen halt einfach Spaß. Woohoo! Da, 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 da. Oh ja, yeah. Guck mal, wenn ich Gas gebe, mache ich einen Rückwärtssalto. Yeah. Und wieder in normale Position. Achtung und stopp. So. Achtung, da unten! Boom! Ja. Ich würde sagen, klein ist gut. Schön. Wahnsinn, hat er toll gemacht. Ein sehr solides Fahrzeug. So, kommen wir zu VW Golf White Body. Oh, das ist aber flink. So, schauen wir mal. Tür 2. Motor, schön. Sieht nach einem 8-Zylinder aus. Okay, ein 8-Zylinder im VW Golf, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ach, der Kofferraum. Vermutlich mal. Ah, das habe ich mir gedacht, dass das ein Cabrio ist. Oh, das sieht aber gut aus. Nicht? Schön. Hupe fehlt. Oh ja. Gut für die Buckelpiste, vielleicht ein bisschen zu happig. Ja, gut. Da kommt der nicht so richtig hoch. Come on. Ja, das wird nichts. Flink ist er. Also, vor allem beim Beschleunigen, da. Ja, so ein leichtes Übersteuern. Höh, was ist mit dem Rad passiert? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Oh, es wird auch nicht mehr gerade. Oh! Oh, jetzt passt es wieder. Bisschen seltsam alles. So. Ist da ein Glitch drin? Muss so ein Glitch drin sein, sonst würde sich das Fahrzeug doch niemals so verhalten, oder? Hm.
Was ist das für eine Art an Stoßdämpfern? Hey, schaut mal, der hat da. Das sind ja. Das ist ein ganz. Was hat er da für Stoßdämpfer reingemacht? Das sieht ja ganz. Das ist ja ganz ungewöhnliche Art und Weise. Aha. Ja, also man sieht, das hängt alles hier so ein bisschen flexibel irgendwo hin. Dann hat er da den Stoßdämpfer hin. Das ist alles ein bisschen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich platzmäßig musste er sich da irgendwas einfallen lassen. Aber hat er das vorne. Ja, vorne hat er das auch gemacht. Deswegen verkantet sich das auch so alles ein bisschen komisch und verhält sich auch so ein bisschen komisch. Und wahrscheinlich hat er dadurch auch noch eine Art Stabilisator-Glitch erzeugt. Weil das ganze Fahrwerk verhält sich ein bisschen seltsam, finde ich. Oh, da traue ich mich kaum zu pressen. Boah. Und geradeaus fährt er auch nicht immer. Aber optisch ist das echt eine Augenweide, also schon. Mega cool. Ich mache jetzt mal das Verdeck drauf. Ich bin gemein, ich weiß. So, ich kann für nichts garantieren. Boom! FPS down! Oh weh, oh weh. Aber? Ganz stabil, ne? Oh. Na? Ja, geht noch. Ja, ist eigentlich ziemlich stabil geblieben, also. Ist okay, ne? Cool. So, ja, dann machen wir noch den Falltest. Liebe Leute, wir haben auch leider gestern welche gehabt, die Geburtstag haben, aber da kam eine Zuschaueraufnahme. Deswegen heute, meine Freunde, gestern am 25.10. hatte Cobra Geburtstag. Noah heißt er. Wow, wo bin ich? Noah Geburtstag, Kuchencrafter, er wird 12, hat er gesagt. Dann der Florian und der Lukas. Euch beiden, euch fünf. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche euch alles Gute und viele, viele, viele Geburtstagsgeschenke hoffentlich. So. Es bewegt sich voll faszinierend. Also ich bin jetzt mal auf den freien Fall gespannt. Oh, recht hängen geblieben. Okay, keine Beeinflussung bei Gas oder Bremse. Machen wir das Dach auf während dem Flug. Türen. Also nichts beeinflusst das Fahrzeug während dem Flug. Achtung! Oh, voll auf die Kante. Ah! Oh! Da hängt er gut. Nee, aber super stabil. Nicht irgendwas komisch verhalten, obwohl das Fahrwerk. Ja, sehr interessante Art und Weise ist. Schön. So, kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Ein Fahrzeug von Black Wolf und zwar ein Deutz. Ich erkenne das Ding sofort. Weil das gibt es auch bei uns in der Nähe. Oh, das sieht richtig cool aus. Ah, man muss Blinker gedrückt halten, okay. Okay. Licht. Oh, das sieht cool aus. Oh, der fährt sich auch gut. Das merke ich in den ersten paar Metern. Perfekt abgestimmtes Fahrwerk. Oh, so liebe ich es. Also, für mein Geschmack trifft es total. Super cool. Oh, cool. Es fühlt sich wahnsinnig schwer an. Muss es ja auch. Das Ding war damals schon eine Wucht ohne Ende. Was ich cool finde, sind auch die Trittbretter. Sehr schön. Viele Leute vergessen diese Schilder, dass man sie auch anders da benutzen kann. Einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Klasse. Hat er hier so als Trittbretter verwendet. Schön. So, da müsste er eigentlich super souverän, ja gut, vielleicht nicht souverän, aber ganz gut rüberkommen. Bounce, bounce, bounce.
Steigung sollte kein Problem sein. Ja, ganz leicht Unterboden aufgesetzt, aber halb zu wild. Wendekreis ist ein bisschen, ja, heftig. Oh, da unten ist sogar ein Ersatzrad. Also er hat auch super an Details gedacht. So, steigen wir mal aus. Schauen wir mal hier rein. Eine Axt. Ein Hammer. Was haben wir hier? Schläuche. Mit Wasseranschluss. Was haben wir hier? Oh nein, die Tür geht nicht. Was haben wir hier? Keine Ahnung, sieht aus wie so Stielgranaten. Oh, die armen Türen. Warte mal, meistens geht's, wenn man was draufsetzt. Noch mehr Werkzeuge. Schon mal hier. So. Das ist meistens so. So ein kleiner Trick für euch. Pumpe. Und der Sound. Hinten können auch noch Leute mitgehen. Man kann sich hier so schön draufsetzen. Ah, es ist super. Toll. Ist klasse geworden. Auch hier so mit der abgetrennten Stelle hier. Klasse. Einfach nur klasse. Also das muss man jetzt wirklich sagen. Sieht super aus. Also mein Geschmack trifft es total. So, dann machen wir mal den Aufpralltest. Dumm! Oh, ich würde jetzt so gern wissen, wie schwer der ist. Aber ich kann ihn nicht wiegen. Geht nicht. So, pressen, wenn wir den jetzt mal... Ja, doch, machen wir auch. Machen wir, pressen wir ihn. Wir haben ja Zeit. So, das ist ja das letzte Mal, dass wir hier sind. Warte mal, ich will mal mit dem so richtig hier mal im Gelände fahren. Und da fliegt ein Glasblock. Ah, guck mal, wie souverän der hier durchfährt. Bam, bam, bim. Oh nein, wir brauchen die Feuerwehr. Wir brauchen sie selber. Panik bricht aus in Deutschland. Wenn die Feuerwehr es nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Scheiße. Na gut. Fahren wir zurück. Oh, das ist so cool, wie der sich bewegt. Also der fühlt sich auch irrsinnig schwer an. Oh, da kriege ich auch wieder richtig Lust, sowas zu bauen. Ah, toll. Schön. Hüpp und hoch mit dir. Ja. So, ab in die Presse. Oh weh. Scheint da nicht so cool zu finden. Schauen wir mal, ob das an die Türen liegt oder... Ob das an der Presse selber liegt, schauen wir mal. Ich glaube, das liegt an den Türen. Okay. Notiz fürs nächste Mal. Die Türen anders da machen. Hier habe ich meinen kleinen Notausgang. Falls man mal eingesperrt wird. So. Okay. Zumachen, verriegeln, entsichern. Feuer frei! Oh, das, da arbeiten die FPS. Oh, okay. Oh. Ja. Also der scheint bezüglich, wenn er in die Nähe von anderen Fahrzeugen und beweglichen Teilen kommt, sehr empfindlich zu sein. Mhm. Interessant. Sehr interessant. Doch, wirklich. So, machen wir jetzt noch den Falltest. Oh, das vorletzte Mal. Hm. Aber es ist schlimm, die Sachen gibt es ja dann im neuen Dings dann auch noch. So, wir haben heute auch Leute, die Geburtstag haben, wenn jetzt manche sagen, was ist mit mir? Ich habe doch heute Geburtstag, ist das nicht auch wichtig? Doch, natürlich. Deswegen, Crazy J44, Happy Birthday. Dann Squiddle, Happy Birthday to you. Dann der Elias und Adrian, euch allen vier. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Alles Liebe vom Blinkser Rock, Happy Birthday to you. So, fahren wir mal da drauf.
Auch hier merkt man die FPS, wie sie sinken. Ja, der Wahnsinn. Nicht so schön. Also da ist... Ja, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich die Masse halt einfach. Habe ich gedrückt? Habe ich gedrückt. Oh, tschüss! So, geben wir mal Gas, bremsen. Ja. Es beeinflusst kurz, aber nicht lang. Machen wir mal die Tür auf. Lenken wir mal. Kaputt. Aber stabil, liebe Leute, stabil. Sehr schönes Fahrzeug, Black Wolf. Gerne mehr, gerne mehr. Komm ich raus, erklär's mir. Gerettet. Gerettet aus dem Feuerwehrwagen. Ja, schön. Schön. So, kommen wir zum letzten und zwar von wie war jetzt sein? Laser Space. Hat man, glaube ich, auch noch nie von ihm eine Kreation. Sieht ja auch schon mal sehr cool aus. Sieht auch schwer aus. Ich bin gespannt. So, wie komme ich rein? Kein Türknopf. Motor, okay. Ah, hier die Türen. Ah, mit Trittbrettern, die aufklappen. Sehr schön. So, mal hier. Ah, die Klappe hinten. Sehr schön. Oh, mit Holzboden. Cool, klasse. Sehr, sehr durchdacht. Oft ist wirklich in Transportern und LKWs der Boden aus, ja, Spanholz oder so Holzplatten, die man dann auch leicht austauschen kann. Weil Metall schabt sich irgendwann ab, dann fängt es an zu rosten. Ist alles scheiße mit Metall oder es verkantet sich. Es ist einfach Kacke mit Metall. Deswegen nutzt man meistens Holz. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, kriegt Kratzer. Und geht kaputt vielleicht irgendwann. Metall ja auch. Und man kann es aber wieder austauschen, wenn es nötig ist. Das ist richtig cool. Super, super durchdacht. So, dann haben wir Licht. Oben Licht. Blinker. Warnblinker. Rechter. Rechter Blinker. Genau. So. Was haben wir hier? Ah, die Nummer gibt es nicht mehr. So, schauen wir mal. Oh ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, das bounced richtig. Ja, also das, so fühlt sich das. LKWs haben ja meistens eine Luftbremse und Luftfederung. Und so fühlt sich das gerade auch an. Oh, das ist schön, weil er jetzt... Jetzt ist er leer. Jetzt muss man bedenken, der Feuerwehrtruck war voll. Der Feuerwehrtruck war voll mit Utensilien, mit Wasser oder was auch immer. Er war randvoll mit der ganzen Ausrüstung. Dieser Truck hier ist jetzt leer. Sprich, keine Ahnung, was wird der wiegen? 7,5 Tonnen, vielleicht auch 9 Tonnen, weiß ich jetzt nicht. Der wiegt jetzt nicht viel und deswegen ist er etwas flotter unterwegs. Ein LKW mit 900 PS leer, ohne irgendwas zu ziehen oder so. Jetzt 900 PS ist jetzt übertrieben, aber es gibt LKWs, die viel Power haben. Mit denen kann man so geil fahren. Und ja. Und deswegen finde ich es cool, dass der jetzt hier so, ja, so bounced. Wir werden vielleicht sogar das Fahrzeug testen, wenn er beladen ist. Das wäre eigentlich interessant. So einen extremen Test machen. So, fahren wir mal hier drüber. Ach, krass. Schau mal. Oh, wie smooth der da drüber fährt. Oh. Aufgesetzt am Unterboden. Ich glaube, das wird er sogar schaffen. Er hat Kraft. Man sieht, wie er arbeitet. Sehr schön. So, Wendekreis. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein LKW. Oh, der federt so schön. Aber ich muss sagen, er hat vorne zu wenig Gewicht. Denn wenn man jetzt hier so einlenkt und vorwärts fährt, der fährt eigentlich fast geradeaus. Obwohl ich einlenke. Das ist ein bisschen... Ja, das ist schade. Ja, das ist mega schade. Das macht seinen Wendekreis ja nicht so schön. Oha.
So, Wandtest. Aufpralltest. Da! Voll durch die Scheibe. Ihr aber. So. Oh, das ist aber sehr schade, dass du die Türen auf 3 hast, nicht auf 4 oder so. Auf 4. Auf 1. Sehr schade. Das finde ich immer nicht so schön, wenn man die dann irgendwo sonst wohin macht. So, ja, beladen wir den Truck mal mit richtig schweren Utensilien. Die Dinger hier sind richtig schwer. Passt mal auf, wenn man hier sowas drauf tut. Da geht der ganz schnell nach unten. Ja, super, das passt sogar jetzt perfekt hier rein. So, wir können sogar noch eine Reihe drauf machen. Wir lassen es jetzt mal richtig krachen. Das ist jetzt wirklich mega schwer, Leute. Also, es könnte sein, dass das Fahrzeug gar nicht mehr fährt. So schwer ist es jetzt. Aber es ist ein Nutzfahrzeug und ich bin gespannt, ob er das schafft, weil dafür sind sie ja gemacht. So, machen wir Klappe zu hinten. So. Wo haben wir die Tür? 3. So. Oh ja, jetzt merkt man das Gewicht. Hinten die Achse ist komplett durch. Jetzt federt er auch nicht mehr so. Aber er schafft es, das alles zu bewegen. Oh ja, das ist so krass. Wir haben ihn jetzt überladen. Boom. Also definitiv überladen. Das ist jetzt nicht mehr... Ja, Sicherheit. Sicherheit geht hier jetzt... hier ist irgendwo an 10. Stelle oder so gefühlt. Ja, aber die Lenkung. Die Lenkung. Ja, jetzt hat er natürlich hinten noch mehr Gewicht drauf und vorne noch weniger Gewicht. Weshalb er jetzt schon bald echt gar nicht mehr lenkt. So, fahren wir mal über die Buckelpiste. Oh yeah. Oh. Eieiei. Aber er hat da jetzt kein Problem, außer die vordere Achse, die verbiegt sich ab und zu mal. So dass die Lenkung ein bisschen so hapert. Da könnte man mit einer doppelten Lenkung oder mit einer Lenkstange gegenwirken. So als kleiner Tipp, dass das nicht passiert. Ja, aber er macht es souverän. Also wirklich phänomenal. Also wirklich wow. So. Eieiei. Wollen wir noch einen Falltest pressen? Brauchen wir den jetzt nicht. Ja, aber Lenkung, wie du siehst, also siehst du ja selber. Oh, meine Brücke, wird die das mitmachen? Oh, ja, 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 ja. Oh, Mann, oh, Mann. So, 3 war es, gell? Ja, so. Also, das ist schon richtig geil. Also, man kann den wirklich randvoll laden. Wirklich randvoll. Und er geht trotzdem noch. Wie Schmitz' Katze. Wahnsinn. Boah, wenn der erstmal Fahrt dann kriegt. Also, von der Geraden, wenn man richtig Tempo drauf hat. Und dann versucht zu bremsen. Keine Chance. Keine so Chance. Ich glaube, der rammt alles weg, was da ist. Ah, lecker. Das macht Bock. So. Letzter Test. Liebe Leute, verabschiedet euch von diesem wunderschönen Testcenter. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Oh. Ja. Sehr schön. Wunderschön. Ja, wir machen gerade einen Free-Fall ohne LKW. Ja. Gut. Muss ich halt so hoch. Wir könnten jetzt einen Free-Fall ohne Ladung machen. Da müsste man einfach nur oben neu stellen. Aber ich würde ihn eigentlich gerne mit Ladung fallen lassen. Wäre eigentlich interessanter, finde ich.
Weil so ein schweres Fahrzeug mit Ladung haben wir noch nie fallen lassen. Würde mich doch mal mega interessieren. Das ist der blöde Lift. Wo ist er? Ach da. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er durch die Decke geschossen ist. Und tschüss. Mal gucken, wer schneller ist. Juppo! Mi. Unser Testcenter. Wunderschön, wie eh und je. Aber auch alles muss mal irgendwann in die Rente gehen. So. Da. Zug ist da. Bam! So, ich hoffe, wir fallen diesmal nicht durch den Boden. Bitte nicht. Nein. Oh, hört ihr auf? So, schön in der Spur bleiben, Kumpel. Schön in der Spur bleiben. Komm schon, komm oben an. Dankeschön. So, letzte Fahrt für dich. So, ich bin gespannt, ob die das hier schaffen. Man sieht, ich habe hier sehr, sehr viele Bearings verwendet, damit die auch schwere Gewichte halten können. Aber ich hatte noch nie so ein schweres Gewicht da drauf. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob die das überhaupt aushalten. Beim ersten Testcenter, da sind die ja sofort... Sonst so, ja, ein bisschen, oh ja, ein bisschen geben sie nach. Oh, das ist nicht schön. Was passiert mit den Federn? Schau mal, die Achse ist gebrochen, würde ich sagen. Oh nein. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen das hier entschärfen. Ja, super. Ah, Tür schnell zu. Oh, das ist die 3 und hinten... Eieiei, oh, jetzt. Oh, da konnte er ins Strudeln. Aber Gas und Lenkung beeinflussen das Fahrzeug nicht. Oh, das wird übel. Auf die hintere linke Achse wird er aufschlagen. Unter Umständen bei der Geschwindigkeit und bei dem Gewicht landen wir irgendwo. Oh. Oh. Eieiei. Aber war ganz in Ordnung. Hat er gut gemeistert. Ja, schönes Fahrzeug, also wirklich klasse. Nehmen wir Abschied von dieser schönen Welt und wir sehen uns im nächsten Testcenter, wahrscheinlich irgendwo dann nächste Woche, übernächste Woche, mal gucken. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da und einen Kommentar, wenn ihr irgendwas ja, dazu sagen wollt oder ob ihr irgendwelche Ideen habt, die wir einbringen müssen. Also, tschüss! Mit X oder Ö, was euch lieber ist. Ciao.